Ja, das wird in 15 Sekunden der Fall sein. Dann haben wir die Prognose für das Berliner Abgeordnetenhaus. Wie hat Berlin gewählt? Diese wirklich spannende Frage. Und jetzt haben wir die Prognose. Die SPD kommt auf 23%. Deutliche Verluste also. Die CDU erreicht nur 18%. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Krieg. Die Grünen kommen auf 16,5%. Die Linke liegt bei 16,5% in unserer Prognose gleich auf mit den Grünen. Die Piraten sind mit 2% nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten. Die FDP kommt auf 6,5% und ist wieder mit drin. Und die AfD kommt auf 11,5%. Die anderen Parteien kommen zusammen auf 6%. Wir sehen uns mal die Gewinne und Verluste an. Die SPD hat deutlich verloren, 5,3 Punkte. Auch die CDU hat verloren, 5,3. Ja, sehr still ist es hier auch gewesen. Erstmal von mir einen schönen guten Abend, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Was wir jetzt allerdings hier gerade gesehen haben, ich meine, das ist die erste Prognose, das ändert sich alles noch im Laufe des Abends, aber was absehbar ist, ist, dass die einzige Möglichkeit für die Berliner Regierung in den nächsten 5 Jahren eine rot-rot-grüne Koalition ist. Das wiederum bestätigt unsere schlimmsten Vermutungen, dass wir im nächsten Abgeordnetenhaus eine Regierung unter der Führung der SPD haben. Das hatten wir in Berlin die letzten 26 Jahre. Und alle Probleme, die wir momentan in Berlin haben, wurden unter anderem von der SPD verursacht, mal mit Rot, mal mit Schwarz. Das ist denen egal. Probleme schaffen können die mit jeder Koalition. Und wir haben eine Opposition, die nur von rechts kommt. Die kommt von der CDU, die ja den Bürgermeister stellen wollte, dabei komplett versagt hat, weil sie Frank Henkel aufgestellt haben, der einfach nichts kann. Außerdem natürlich der AfD und der anderen neoliberalen Partei, der FDP, die es jetzt auch wieder reinschafft. Also wir werden eine angepasste Mitte-Links-Regierung haben und eine Opposition nur von rechts. Das ist natürlich unsere schlimmste Vermutung, die jetzt in Erfüllung gegangen ist. Und wir haben es gesehen, wir haben nur deswegen einen Balken gehabt, weil wir beim letzten Mal auch schon dabei waren. Sonst wären wir bei den anderen gelandet, bei den sonstigen mit 2%. Wir haben es also nicht geschafft, die Menschen auf der Straße davon zu überzeugen, dass es uns noch gibt. Denn das war das Problem. Es gab ein paar Leute, die sind bei der SPD, die sind bei den Linken, die waren mal Piraten und die haben die letzten Monate sehr geschickt genutzt, allen Leuten über die Presse, über das Fernsehen, über das Radio zu erzählen, dass es uns nicht mehr gäbe, dass wir tot wären, dass wir nicht politisch wären und einfach nicht mehr in irgendeiner Form wichtig. Sie waren insofern erfolgreich, als dass selbst Leute, die uns gerne gewählt hätten, die gesagt haben, ihr werdet uns echt fehlen, lieber andere Parteien gewählt haben, weil wir ja eh nicht über die 5% kommen. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt für uns, dass wir diese Legende jetzt, nachdem wir nicht mal mehr im Abgeordnetenhaus sind, dringend widerlegen müssen. Wir müssen im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017, im Hinblick auf die Europawahl 2018 und im Hinblick auf die Abgeordnetenhauswahl 2021, soweit die jetzt auch entfernt scheinen mag, aber wir müssen jetzt anfangen, eine brillante, grandiose außerparlamentarische Opposition zu machen. Denn nur dann, haben wir die Chance, dass die Leute mitkriegen, so schnell kriegt man Piraten nicht tot. Wir werden gebraucht, wir sind wichtig, wir sind diesmal nicht dabei, aber ich denke mal, die Berliner Bevölkerung wird schon erleben, was sie sich da zusammengewählt hat. Und vielleicht wird der ein oder andere die nächsten 5 Jahre denken, ja, mit den Piraten, das war doch eigentlich schon besser. Bruno ist jetzt gerade im Abgeordnetenhaus, er wird später zu uns kommen. Was? Ja, da war gerade so eine... Gott, ich kann das ja nicht sehen. So eine eklige Frau. Ja, die steht jetzt in der Runde. Bruno steht scheinbar nicht in der Runde. Vielleicht kann er deswegen noch schneller zu uns kommen und uns noch hier was erzählen.
Bis dahin würde ich aber sagen, wir feiern trotzdem. Wir haben einen geilen Wahlkampf gemacht. Wir haben ein total tolles Feedback aus der Bevölkerung bekommen. Wir waren extrem überzeugend im Wahlkampf. Wir waren leider nicht genug, um alle zu überzeugen in Berlin. Aber ich denke mal, das kriegen wir die nächsten 5 Jahre hin. Wenn wir zusammenhalten, wenn wir stark bleiben und wenn wir einfach alle weiterhin fest der Überzeugung sind, dass wir die Piraten einfach brauchen, weil es ohne einfach nicht geht. Danke. Ja, vielen Dank, Simon. Ich habe geglaubt, wenn dieses Ergebnis kommt, dass ich da irgendwie am Boden wäre, als ich im Vorfeld darüber nachgedacht habe. Aber es ist im Moment eigentlich gar nicht der Fall. Ich fühle mich gepiesackt ein bisschen. Ich fühle mich irgendwie, da war was und wir haben es vielleicht nicht ganz rübergebracht und irgendwas ist komisch gelaufen. Und ich möchte jetzt an der Stelle mal, ich habe mir den ganzen Wahlkampf oft verkniffen, ein paar Worte zu der Blaupartei sagen, der AfD, die 11,5% zu viel geholt hat hier in Berlin. Das ist ja noch nicht ausgezählt. Und die Leute auf der Straße verarscht, sie würde irgendwelche Ängste abhelfen oder was auch immer diese Ängste erst konstruiert und dabei nicht nur keine Abhilfe, sondern eine wahre Verschlimmerung aller möglichen Bedrohungen, die es eventuell gäbe, sein würde, wenn sie dann irgendwie Politik macht. Und ich sehe es als unsere Aufgabe auch in den nächsten 5 Jahren, dass wir den Menschen ganz, ganz klar sagen, dass die, die sie hier verarscht haben und mit 11,5% im Moment dastehen, nur das Schlechte für die Bevölkerung wollen. Und zwar für alle, nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für die Berlinerinnen und Berliner. Die wollen nämlich das Etablissement bedienen. Die werden für alle, die soziale Umverteilung bräuchten, die Situation verschlechtern. Und ich hoffe, dass es sowieso evident wird, aber wir sollten den Leuten zeigen, dass das passiert und dass die AfD sie veräppelt hat in dieser Zeit. Und wir Piraten wären eine Opposition und sind eine Opposition, die wirklich was schaffen will, was hilft, die den Menschen wirklich hilft und die vor allem denen hilft, die im Moment benachteiligt sind und Teilhabe suchen. Und ich denke, dafür möchte ich mein Leben lang kämpfen für die Piraten und auch mein Leben lang den Finger in die Wunden legen, wo andere versuchen, mit Effekthascherei und rechtem Populismus zu punkten. Dann gebe ich mal an Alex Stiels und jeder, der noch was sagen will, bitte kann einfach hier ans Mikrofon kommen. So, ich verspreche jetzt mal, ich wiederhole jetzt nicht meinen Bericht über die Arbeit der letzten 5 Jahre im Abgeordnetenhaus. Aber da ist vieles liegen geblieben, viele Themen, die wir weiter auch bearbeiten müssen. Und damit sollten wir tatsächlich ab Montag auch anfangen. Das Wahlergebnis ist ja noch nicht endgültig. Ich weiß, und das wisst ihr auch im Wahlkampf, dass wir unser Wählerpotenzial nicht ausschöpfen konnten, weil viele eben gesagt haben, hier kommt ja eh nicht rein, dann gebe ich meine Stimme lieber Linken, Grünen oder anderen. Und wir werden aber wahrscheinlich in den Bezirken besser abschneiden als hier im Land. Und die Ergebnisse, die kommen ja später. Und diese Möglichkeit, also wir kennen ja die Arbeit, das Zusammenspiel zwischen Bezirksverordnetenversammlung und Abgeordnetenhaus. Also diese Erfahrung müssen wir nutzen, uns wirklich besser aufzustellen. Ja? Ein Problem in der Vergangenheit war, dass die Zusammenarbeit zwischen der Abgeordnetenhausfraktion und den BVVen eben schwierig war. Also man hatte eben auch nie die Zeit, man bekam die Leute nicht alle zusammen. Das müssen wir besser organisieren mit denen, die aktiv sind. Und wir müssen eben auch eine gezielte Strategie eben für die Landespolitik entwickeln. Und dann, nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl, am 29. Oktober machen wir Wahlparty für die isländischen Piraten.